Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Videoreihe Kommunikation. Und vorab möchte ich dir gerne sagen, das, was ich vielleicht beim letzten Mal ein bisschen unterschlagen habe, es geht hier nicht nur um private Kommunikation, es geht genauso gut Kommunikation im beruflichen Umfeld, in Teams, in Unternehmen. Das läuft überall gleich, ob das jetzt beruflich oder privat ist. Die Regeln sind überall die gleichen. Ja, heute habe ich euch ein neues Thema mitgebracht. Heute geht es nochmal weiter mit dem Thema, was wir letztes Mal schon angefangen haben. Letztes Mal haben wir ja über die vier Ohren gesprochen und über die verschiedenen Möglichkeiten, eine Botschaft aufzunehmen. Heute möchte ich euch gerne den Dämonentanz vorstellen. Und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Kommunikationsvideo. Heute geht es um den Dämonentanz. Es zeigt auf, wie sich die Spirale des Leidens durch unbewusste Kommunikation immer weiter nach unten zum Abgrund bewegen kann. Dieses Modell wurde aus dem Teufelskreis vom Professor Friedemann Schulz von Thun abgeleitet und erweitert. Doch schauen wir uns das Ganze anhand des Beispiels aus dem ersten Video an. Der Mann sagt zu seiner Frau, die das Auto fährt, die Ampel ist grün. Die Frau nimmt diese Botschaft durch eine ihrer vier Ohren auf. Je nach Veranlagung, Stimmung und Empfangsebene löst dies ein Gefühl und oder einen Gedanken aus. In diesem Fall, er hält mich wohl für dumm. Daraus ergibt sich dann die entsprechende Reaktion. In diesem Fall, dann fahr doch selbst. So, und diese Botschaft wird wieder durch die vier Ohren gehört und interpretiert. Wie soll es sonst auch anders sein? In diesem Fall, jetzt dreht sie wohl ganz durch. Und weiter geht's in die nächste Runde. So oft, bis ihr ganz unten seid. Bis gar nichts mehr geht. Und es gibt einen Ausweg. Ein Ausweg aus der ganzen Misere, der viel besser ist als Beziehungsabbruch oder kaltes Abschneiden. Schauen wir uns zuerst noch einmal das alte Muster an. Es kommt von außen eine Aktion, die dich betrifft, zum Beispiel eine Botschaft. Diese Aktion wird von dir interpretiert und bewertet. Meistens ist das völlig automatisiert und ziemlich unbewusst. Daraus erfolgt wieder deine Reaktion, oft als ein Reflex oder nach bestimmten Mustern. Es ist wie bei zwei Boxern. Ihr sucht den Knockout, ihr wollt Recht behalten und den Kampf gewinnen. Und das kann dauern. Meistens gibt es am Ende des Dämonentanzes keine echten Gewinner. Meistens sind die wertvollen Beziehungen zerbrochen oder zumindest deutlich geschwächt. Wie kommen wir nur aus dieser Situation heraus? Durch Mut und Achtsamkeit. Dieser kurze Moment zwischen dem Bewerten und Reagieren ist der magische Moment der Achtsamkeit. Wenn du hier wach bist und deinen unbewussten, programmierten Reflex unterbrichst, kannst du den Dämonentanz stoppen. An dieser Stelle kannst du vor deiner Reaktion einen tiefen Atemzug nehmen und bewusst reagieren. Was ist dir wirklich wichtig und was möchtest du leben? Diese Frage solltest du dir stellen. Echt statt perfekt. Die Experten für Beziehung und Persönlichkeitsentwicklung. Ob beruflich oder privat. Bei uns bist du richtig. So, das war ja wirklich mal wieder eine spannende Geschichte und ich denke, du und ich, wir kennen das aus unserem Leben, ja, dass sich solche Situationen ergeben und wir plötzlich in einem Dämonentanz sind, in einem Teufelskreis und wir eigentlich gar nicht mehr wissen, wie kommen wir denn da eigentlich raus. Ich hoffe und ich wünsche mir, dass dir dieses Video ein bisschen Anregung gibt und du einen Weg findest, wie du in diesen Augenblicken, wo du reagierst, wo du eigentlich dein Programm abspulen möchtest, wacher bist und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit darauf hast,
und vielleicht einfach mal anders reagierst als sonst. Ganz bewusst mal etwas ganz anderes tun und du wirst merken, das macht den Unterschied in deinem Leben, in deiner Kommunikation und in deinen Beziehungen. Ich wünsche dir ein spannendes Üben und ein spannendes Leben mit der Aufmerksamkeit und vor allen Dingen es mal anders zu machen als sonst. Bis bald, mach's gut, ciao.